Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley Expanded. Was ist das? Glück. So, wir haben in der letzten Folge Apples Geschenke gemacht. Super Mahlzeit. Ich habe dieses Rezept im Ausland gelernt. Viel Spaß damit. Ich wollte mich nur bedanken, weil du dafür sorgst, dass ich mich hier wohlfühle. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ja, danke. Na? Ach komm, den tun wir mal verkaufen. Bitteschön. So. Was sagst du? Noch 3 Tage. Es tut mir leid, dass ihr jetzt aktuell nicht mehr raus dürft. Aber das Gras muss wachsen. Ich hoffe nur, dass dann im nächsten Jahr oder so das Gras nicht vollends übertreibt. So, wir lassen den Honig jetzt einfach mal Honig sein, bis die anderen auch fertig sind, dass wir die gleichzeitig ernten können. Ach du Schande. Dass wir die gleichzeitig ernten können. Lalalalalala. Dann haben wir Freitag, da können wir wieder einen Sprinkler kaufen. Oh, 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 was sehen meine entzündeten Augen? Ganz, ganz schrecklich. So, wir müssen uns auch anschauen übrigens, wie sich nun hier das Dörfchen verändert hat mit den ganzen Abkürzungen, wo Robin ja gemacht hat. Das haben wir auch noch nicht angeguckt. Aber hier zuerst müssen wir mal ein bisschen Ordnung machen in unseren Doschen. Was habe ich denn sonst noch einstecken? Ein einzelner Stein. Und ein einzelner Busch. So, Yami, kommst du? So, wir haben einmal hier eine Abkürzung zur Bushaltestelle. Das heißt, wir müssen jetzt nicht immer komplett außen rumlaufen überall. Oh, guten Morgen. Hallo, Linus. Es ist mir eine Freude, dich zu sehen. Wie geht's dir heute Morgen? Was soll ich sagen? Alles ist gut. Wie geht's dir selbst? Ich habe einiges an Arbeit schon gemacht auf meiner Farm. Was? Ich hab nur geschlafen und nicht viel getan. Oder so. Aber mir geht's gut. Wie geht's dir? Ich bin... Freut mich, das zu hören. Ich habe einige Fische gefangen heute Morgen. Oh, das Essen heute Nacht wird super. Wir sind jetzt schon seit einer ganzen Weile richtig gute Freunde. Ich bin so froh, dass du nach Stardew Valley gekommen bist. Deine Farm, genauso wie bei den anderen, die hier im Tal leben, haben einen großen Einfluss hier in unserer Community. Es erinnert mich an die guten alten Tage, an dem dein Großvater noch diese Farm betrieben hat. Da kannst du mal sehen, wie lange der schon da wohnt. Ich weiß so viel schon über dich, aber du eigentlich gar nichts von mir. Ja, stimmt. Wir haben nie irgendwie rausgefunden, warum er sich für das Leben entschieden hat oder so, ne? Ich wollte nur meine Vergangenheit schützen oder ich wollte nicht viel über meine Vergangenheit erzählen, aber ich glaube, wir sind jetzt richtig gute Freunde. Ja, dann erzähl mal.
Ich werde dir meine Geschichte erzählen. Oh ja, bitte. Ja, ich möchte gerne hören, wo du herkommst. Nein, danke, ich brauche das nicht wissen. Natürlich wollen wir wissen, wo er herkommt. Oder was passiert ist, etc. Ich habe das Gefühl, wir brauchen über unseren Übersetzer wieder. Ich bin in das Tal gekommen vor 30 Jahren ungefähr. Ich habe alles hinter mir gelassen und wollte einfach nur im Einklang mit der Natur leben. Meine Familie war sehr wealthy. Ist das geizig? Oder so? Wealthy? Reich, okay, das, ja gut, geizig, ne, trifft es eigentlich ganz gut. Die Reichen sind ganz gern auch mal geizig. Meine Familie war sehr reich und ich war ein Einzelkind. Geld war nie ein Thema und meine Eltern haben mir immer das gegeben, was ich wollte. Also ein verwöhntes kleines Blach. Ich war, in einem Wort sehr verwöhnt. Mostly kept to myself. Kept? Ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich meinen Übersetzer draußen habe. I mostly kept to myself. Ich blieb größtenteils für mich. Also er war eher so ein Einzelgänger. Also ich war ein Einzelgänger. Du kannst sagen, ich war introvertiert. Ja, gut. Ne? Introvertiert bin ich persönlich auch. Ich bin auch lieber für mich. Ich hatte nie jemanden in meinem Leben und schon gar nicht, den ich als Freund bezeichnen konnte. Meine Eltern gingen weg, als ich so Mitte 20 war. Alter, ist das lange her. Ja gut, ne? Generell, er ist ja schon alt. Ich hab alles von ihnen geerbt. Für ein Weilchen habe ich das Geld genutzt, um überall hinzureisen. Alter, der muss viel Geld haben. Hat er immer noch so viel Geld? Ich habe so viele wundervolle Leute getroffen während meiner Reisen. Ich habe während meinen Reisen jede Hauptstadt besucht, die du dir denken kannst, und viele, 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 viele kleine Städte zusätzlich. Und eine dieser Städte war Stardew Valley. Oh, und hier ist er dann geblieben. Das war so ein magisches Gefühl, oder da war so ein magisches Gefühl hier im Tal, so als würde es nach mir rufen. Von all den Plätzen, die ich bisher gesehen habe, war Stardew Valley das einzige, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Und ich habe nur eine Woche hier verbracht. Ja, diese Woche hat, aus dieser Woche wurden Monate. Die schönen Wälder, das milde Wetter, die Aussicht von den, oder die Aussicht von den Bergen, der Geschmack vom wilden Essen, die Schönheit von den sich ändernden Saisons oder wie sagt man, Jahreszeiten. Ich wusste, ich wollte für immer hier in Stardew Valley bleiben. Ich habe den Rest meines Geldes in verschiedenen Einrichtungen und wie sagt man noch, in verschiedene Einrichtungen und Organisationen gespendet. Und der hat richtig viel Kohle gehabt. Ich erinnere mich, ich glaube, das müssen sowas um die 3 Millionen gewesen sein. Wow, der hat richtig viel Geld gehabt. Ja, ich glaube, das Geld war besser bei den Leuten aufgehoben, die wo es gebraucht haben. Das Tal gibt mir alles, was ich brauche. Geld brauche ich hier nicht.
Ich habe gelernt, wie ich in der Wildnis leben kann, wie ich die Natur zu schätzen. Ich habe die Natur zu schätzen gelernt und ich habe auf jeden Fall das, was ich brauche. Ich hoffe, ich übersetze das richtig. Und ich glaube tief in mir. Und ich glaube tief in mir wären meine Eltern auch froh mit dem, was ich hier tue. Das Geld, wofür sie so hart gearbeitet haben, wurde für bessere Leben oder wurde für was Besseres genutzt. Oh Mann, wie übersetze ich das? Das Geld, für das sie so hart gearbeitet haben, wurde genutzt und macht das Leben von Tausenden von anderen besser. So rum, jetzt aber. Und ich war noch nie glücklicher in meinem Leben. Ja, people. Menschen urteilen leider sehr schnell, wenn sie es nicht verstehen. Jeder denkt, ich wäre einfach obdachlos. Aber du hast das nicht gedacht. Du hast ganz anders reagiert, als wir uns zuerst getroffen haben. Ich weiß, was ich sagen muss. Ich habe niemals damit gerechnet, dass du von einer reichen Familie kommst. Ja, du weißt niemals, oder so der Eindruck täuscht, ne? So ein Bettler kann halt freiwillig ein Bettler sein. Aber wie übersetzt man das jetzt am besten, warte? You never know who people truly are. Du weißt niemals, wer die Leute wirklich sind. Bis du es herausfindest? Until you really get to know them. Oder bis du sie richtig kennst? Man weiß nie, wer die Menschen wirklich sind, bis man sie wirklich kennengelernt hat. Ja, so ungefähr, genau. Nice. Ich gehe jetzt zurück in mein Zelt und muss noch die Fische ausnehmen, die ich gefangen habe. Ich mache das für ein leckeres Essen heute Abend. Ich freue mich, dass wir über die Jahre hinweg so gute Freunde geworden sind. Ich habe bisher niemals jemand anderem über meine Vergangenheit informiert, sage ich jetzt einfach mal, sonst muss ich den Satz wieder ändern. Ich hoffe, du behältst das für dich. Natürlich behalte ich das für mich. Das ist unser Geheimnis. Du, wir sehen uns. Tschüss. Oh, ich liebe diese kleinen Geschichten hier zwischendurch. Ich liebe so sehr. Ups, jetzt habe ich rausgeklickt. Entschuldigung. Also kommt er ursprünglich aus einer superreichen Familie und hat sich aber gedacht, nö, ich habe keinen Bock, reich zu sein. Am Anfang vielleicht doch, aber hat sich dann am Ende dazu entschieden, ey, das Geld macht mich einfach nicht dauerhaft glücklich. Ich reise ein bisschen rum, schaue mir alles an und dann ist er nach Stardew Valley gekommen. Hat dann das Dorf kennengelernt und ist dann hier geblieben, hat das Geld gespendet. Und lebt seitdem halt so, wie er lebt. Finde ich eine super geile Geschichte. Da sieht man halt am besten, dass Geld nicht alles im Leben ist. Und das stimmt ja auch. Oh, hey, mein Lieben. Schön, dich zu sehen. Ja, so sehr. Ich will nicht. Moment, ich muss wieder eingeben. I just finished my hike. Ach, der war gerade wandern. Ich habe gerade meine Wanderung beendet. Es ist wunderschön hier oben. Es wird sehr einfach sein.
diese Seite zu nutzen. Would be easy to get used to sites like this. Oder entspannen. Es wäre leicht, sich an solche Anblicke zu gewöhnen. Ja. Da weißt du ja, was du hier hast, ne? So, was bringt dich hierher? Ich habe hier Gildenarbeit zu erledigen. Ich wollte in die Mine. Auch nichts Wichtiges. Ich genieße das schöne Wetter. Ist ein Geheimnis. Ich genieße das schöne Wetter. Ja, es ist ein wunderschöner Tag zum Genießen. Zu Hause zu sein, ist nicht mehr dasselbe für mich. Die Person, die ich war, bevor ich auf Tour war, ist nicht zurückgekommen. Ja, der Krieg halt. Ich denke, was wirklich hilft, ist etwas zu finden, wo ich meinen Kopf, wo ich mich drauf fokussieren kann, damit mein Kopf nicht, oder damit ich nicht immer an diese Vergangenheit denken muss. Ein neues Hobby vielleicht. Vielleicht mehr Freunde oder irgendwas Wichtiges, das ich tun kann. Ich habe mit Wandern versucht und Sport gucken oder ist damit Sport machen gemeint? Ich sage einfach mal Sport machen, weil Sport gucken ist so ein bisschen doof. Ich dachte so an Wandern oder ich habe Wandern versucht und Sport machen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht für mich. Ich habe eine Frage für dich. Glaubst du, die Gilde? Was? Worth? Warte, ich muss das. Glaubst du, die Gilde ist es wert, dass man sie mal näher anguckt? Ja, ja, ist sie. Auf jeden Fall. Die Abenteurerszene hat. Die Abenteurerszene ist ein bisschen interessanter. Ich werde es mir mal angucken. Oder ich werde es mir überlegen. Ich werde... Was, Ponder? Was ist denn das schon wieder für ein Wort? Kines. Panda, nachdenken. Ich werde drüber nachdenken. Bis dann. Ja komm, da hast wenigstens was zu tun. Und im Krieg warst du ja, also kämpfen müsstest du eigentlich können. Klingt doof, ist aber halt einfach so. Nun. Es ist Zeit, was zu tun. Zieh das durch oder zieh das nicht durch? Viel Erfolg, mein Freund. Ich finde das schön, dass mein Pferd Leitern klettern kann. Was? In der Stadt hat ein Schwarzbarschwahnsinn begonnen. Brauchen wir aber nicht. So, gibt's was Neues? Staubgeister brauchen wir noch. Pfefferrechse, Schlangen und Magmawichte. Oh, 10 Magmawichte noch. Oh, sind die Magmawichte vielleicht diese Feuerdinge? Das könnte doch sein, ne? Schlangen, da müssten wir mal wieder in die Wildnis rüber oder wahlweise, aber ich glaube in der Wildnis sind mehr Schlangen, ne, als in der Schädelhöhle. Die Pfefferrechse allerdings sind nur in der Schädelhöhle auf diesen Special-Plattformen. Staubgeister sind in der Eisebene. Hallo, wer bist du? Mit dem kann ich gar nicht reden. Okay, Entschuldigung, ja, ich habe versucht mit dir zu reden, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich freundlich sein will. So, hier haben wir auch noch irgendwo ein... War hier nicht auch noch eine Abkürzung?
Guck mal, hier ist sogar Iridium gewachsen. Gewachsen vor allem. Oh, hier ist Kohle. Hier ist sogar viel Kohle. Guck mal. Hatten wir das nicht erst freigeräumt? Wie schnell wächst das hier denn wieder zu? Kohle, 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 Kohle. Ich finde es schön, dass es jetzt diese Kohleadern gibt. Das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Da können wir schon wieder ein paar vereinzelte Dinger machen. Ah, hier. Da ist die. Da haben wir noch einen. Guck. Da haben wir die Abkürzung. Sehr gut. Da müssen wir nicht ständig immer wieder außen rum. So, haben wir sonst noch irgendwelche Abkürzungen? Ich weiß das gar nicht mehr. Also ich weiß das da oben in der Ecke. Ich weiß das von der Bushaltestelle aus. Oh, oh, hi Gas. Na Mensch. Hallo. Ah, hi Vadim. Na, was machst du hier? Die Sicht auf den Edelstein, auf das Edelsteinmeer ist von hier aus echt unfassbar. Unglaublich. So, was bringt dich hierher? Was soll ich sagen? Ich bin vorbeigekommen, um nach Sophia zu gucken. Ich bin auf dem Weg zum Strand. Warum bist du hier? Ich wollte nach Sophia gucken. Ja, ich wollte gucken, ob wir wieder eine Sequenz kriegen, weil sie ja voll ist mit dem, der Zuneigung. Ja, sie war hier vor doch einem Moment. Sie war hier, keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber ich habe hier 5 Flaschen von ihrem Premium Iridium Qualitätswein gekauft. Der Saloon hatte nur noch, also mein Saloon hatte nur noch eine Flasche, deswegen wollte ich mein Vorrat wieder aufstocken. Du verstehst? Oh. Das Blue Moon Weingut ist eins der größten Weingute, die hier im Ferngill sind. Es wurde zuerst etabliert vor vielen, vielen Jahren. Und hat bis heute einen großartigen Ruf. Ich weiß gar nicht so viel über das Weingut. Ja, sehr interessant. Viel Spaß, viel Glück mit deinen Errungenschaften. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht so viel über das Weingut. Kannst du ein bisschen was erzählen? Das stimmt. Du weißt wirklich nicht viel. Etwas sehr Schlimmes ist passiert mit... Etwas sehr Schlimmes ist mit Sophias Eltern passiert. Ich stand ihnen sehr nah. Sie waren sehr gute Leute. Sophia hat das Weingut geerbt und sie macht bis heute einen guten Job. Das ist immens viel Arbeit für eine Person, denke ich. Sie zeigt das nicht oft, aber oder sieht das schon auf ihn jetzt? Sie lässt sich nicht oft in der Stadt blicken. Aber nichtsdestotrotz, ihre Eltern sind... Was ist mit ihren Eltern passiert? Es tut mir leid, Gas. Ich grabe schlechte Erinnerungen aus. Was ist mit den Eltern passiert? Komm, erzähl. Was ist los? Sophias Eltern waren... Was habe ich gesagt? Sie sind bei einem tragischen, bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen. Es ist passiert bei I-63Z im Süden auf Suzhou City. Ich glaube, das ist eine Straße, ne? Vielleicht hast du darüber in den Nachrichten gehört. Es wurden einige Leute verletzt und getötet. Oh, Joja, natürlich mal wieder, ne?
Ein Joja-LKW war in den Unfall verwickelt. Er war überladen mit Einkäufen, wo das Höchstgewicht des Trucks, also er war überladen vom Höchstgewicht her und der Truck konnte nicht damit umgehen. Er geriet wahrscheinlich ins Schlingern und ist in die Karre von den Eltern gefahren. Sophia war zerstört, als sie die Nachrichten gehört hat oder ist zusammengebrochen. Stardew Valley ist nur eine kleine Gemeinde. Robert und Alice Tod hat jeden getroffen. Wir alle haben Sophia geholfen, so gut wir können. Ich habe auch viel getan, um ihr zu helfen. Ich kenne sie schon seitdem sie ein Kind war. Sophia ist ein bisschen jünger als du, aber sie ist einer der stärksten Leute, die ich kenne. Ich bin sehr sicher, dass sie das von ihrer Mutter hat. Was soll ich sagen? That's a lot to take in. Das ist alles Jojas Schuld. Was heißt denn? Ich will nicht unbedingt was Falsches sagen. That's a lot to take in. Das ist viel auf einmal. Eine Menge zu verkraften, ja. Das ist eine Menge zu verkraften. Effort, jetzt muss ich gucken. Ich habe dieses Wort jetzt bei dem schon so oft gehört. Bemühung. Ich bemühe mich immer, Sophia zu besuchen, wenn ich Freizeit habe und sie weiß das auch zu schätzen. Vadim, wenn du Sophia siehst, bitte sag ihr nicht, dass ich dir alles erzählt habe. Was as you imagine? As you can imagine? Wenn es dir vorstellen kannst. It's a touchy subject. Vorher. Wie du dir vorstellen kannst, ist das ein heikles Thema, ja. Ja, das ist. Ich möchte sie gewissermaßen nicht selber darauf ansprechen, sondern sie soll von sich halt auskommen. So, ich muss jetzt leider zurück und muss die Sachen zurückbringen, bevor ich für diesen Tag heute öffne. Komm später vorbei, wenn du Bock hast. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das ein Unfall war. Ich meine, es kann auch sein, dass es vielleicht eine Krankheit war. Aber wenn es eine etwas langwierigere Krankheit ist, kann man sich vielleicht ein bisschen auf den Tod vorbereiten. Aber ein Autounfall ist ja meistens immer extrem plötzlich. Und dementsprechend hat man auch extrem viele Probleme, da irgendwie mit klarzukommen. Na, als meine Mutter zum Beispiel gestorben ist, die hat ja lange gegen Leukämie gekämpft. Da wusste man schon relativ früh, okay, jetzt ist vorbei, sie wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Und da konnte man sich so ein bisschen drauf vorbereiten. Und in dem Sinne, es war eine harte Zeit, es war schlimm, wir haben getrauert, ja. Aber ich glaube, wäre das dann urplötzlich gekommen, von heute auf morgen auf einmal tot, ohne jede Vorwarnung, ohne alles, ohne dass man damit gerechnet hat, ist das nochmal was ganz anderes. So, und ich würde sagen, ich bleibe jetzt hier stehen, mache mir erstmal was zu essen, weil ich habe echt Hunger und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, mach's gut, ne? Tschüss.